Liebe Freunde von Lern das Lieblingen. Tja, Lern das Lieblinge, wenn das kein Liebling ist. Dieses Buch gibt es nicht mehr. Von Ruges, Simon und Desi Ruge, Katze mit Hut. 1980 ist es erschienen. Und damals habe ich Lern das Leseladen eröffnet, zusammen mit meinen besten Freunden. Und eigentlich war dieses Buch so ein bisschen die Idee davon, was es sein sollte. Nämlich diese wunderbare Backpflaumenallee, diese Villa, in die die Katze mit Hut einzieht und dort auf ganz verrückte Freunde trifft. Und ich muss jetzt zu meiner größten Freude sagen, es gibt so kluge Verleger, die so ein Buch wieder drucken. Jetzt, 2019, so viele Jahrzehnte später. Und der Reinhard Michel hat diese herrlichen Bilder dazu gemacht. Er hat sich ein bisschen orientiert an den alten Bildern von Frau Gebert, weil sie auch damals schon sehr, sehr schön waren. Aber diese Bilder sind jetzt wirklich unschlagbar. Ist sie nicht wunderbar, Frau Katze mit Hut? Ach, man verliebt sich sofort in sie. Das heißt, naja, alle Leute, die Bücher lieben und alle Leute, die Sprachspiele lieben und alle Leute, die das Verrückte lieben. Vielleicht nicht wirklich alle Hausbesitzer. Denn diese Villa in der Backpflaumenallee gehört diesem Herrn Maulwirsch. Und man sieht es schon, hier bemüht er sich ja noch freundlich zu sein, weil er noch sehr hoffnungsvoll ist, dass er Miete bekommt für diese Backpflaumenallee. Aber, und da habe ich eine Szene ausgesucht, er sagt nämlich, es ist mein Geburtshaus, wissen Sie, zu Frau Katze mit Hut, die da eingezogen ist, ohne ihn vorher zu fragen. Ich bin hier aufgewachsen und ich habe leider keine glückliche Kindheit gehabt. Und leider wissen das auch die Leute, darum will hier keiner mieten. Wer möchte auch schon in einem Haus wohnen, in dem jemand eine unglückliche Kindheit verlebt hat? Sowas steckt doch in den Wänden, sagen die Leute. Was steckt in den Wänden? Na, die unglückliche Kindheit. Das muss man ändern. Denn so ein schönes Haus, das muss glücklich sein. Und genau dafür sorgt Frau Katze mit Hut, indem sie das macht, was man eben Schönes machen kann. Sie sorgt dafür, dass Käpt'n Knack mit einziehen kann und das Dudelhuhn und am liebsten spielen sie Karten zusammen. Übrigens eine herrliche Beschäftigung für den Abend in einer netten Familie oder auch unter Freunden. Wie auch immer man will, in dem Fall ist es einfach eine herrliche Wohngemeinschaft. Und da ziehen sie dann alle ein, alle möglichen Leute. Frau Brumsel zum Beispiel, da ist mal wieder gerade Herr Maulwirsch zu Gast und verlangt eine höhere Miete. Ach Gott, oder überhaupt seine Miete, die Frau Katze mit Hut leider nicht bezahlen kann, weil sie ja für so viele nette Leute sorgen muss. Auch für den Kleckerkleck hier, der hier immer alles leer frisst. Oder ganz wunderbar, ach, das müsste man eigentlich auch vorlesen. Man muss einfach etwas tun für Bibi Hübner. Das ist dieses kleine Wildschweinferkel. Das Klavier stand hier ja nur so rum, wurde gar nicht benutzt. Das muss förmlich gerochen haben. Das muss es förmlich gerochen haben, dieses Bibi Hübner. Ich habe ihn nämlich auf dem Klavierhocker gefunden. Er saß eines Tages da und spielte Klavier und sang: Ist mir nichts, dir nichts, durchs offene Fenster eingestiegen. Ich bin nicht sehr musikalisch, sagte jetzt der Maulwirsch und tupft sich mit dem Taschentuch über die Glatze. Aber ich hatte den Eindruck, es klingt ziemlich falsch. Ach Gott, lachte die Katze, das darf man nicht so genau nehmen. Er lernt ja noch, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wer weiß, vielleicht geht es eines Tages richtig gut und er geht noch zur Oper. Tja, und da leben sie alle sehr fröhlich und wer hätte es gedacht? Selbst der Maulwurf, nein, nicht der Maulwurf, der Maulwirsch, wird maulwürfig, sprich richtig gemütlich und zufrieden, dass er in seinem Haus, in dem er so unglücklich war, so glückliche Mieter hat. Tja, übrigens, diese witzigen Namen, die sie alle haben, das ist für Kinder natürlich allein schon ein herrliches Sprachbastel- und Sprachspielbuch. Aber darüber hinaus ist es einfach das reine Vergnügen an Toleranz mit den sogenannten Sonderlingen. Denn ein bisschen sonderlich sind sie alle. Sogar Frau Katze mit Hut. Und wir,
die Leser natürlich auch.